Hallo Menschen, heute rezensiere ich Der Ort, an dem die Reise endet von Yvonne Adhiambo Owuor. Ich hoffe, man spricht sie halbwegs so aus. Sie ist eine kenianische Autorin und auch das Buch spielt in Kenia 2007, wobei wir noch ganz viele Rückblicke in die Geschichte des Landes und auch natürlich die Vergangenheit unserer Protagonisten haben. Ich möchte gleich am Anfang ein Zitat aus einem Interview vorlesen, was hier vorne abgedruckt ist, in dem sie so ein bisschen beschreibt, wie ihr Verhältnis zu ihrem Land ist und warum sie dieses Buch eigentlich schrieb. Und zwar lautet es: Wenn wir uns nicht gemeinsam den Geistern unserer unbewältigten Vergangenheit, unseren von der Politik genährten Gewaltnarrativen und dem vorsätzlichen Schweigen stellten, waren wir als Volk und als Land in existenzieller Gefahr. Und unsere Geschichte in diesem Buch beginnt dann mit der Ermordung Odidis und dann folgen wir dem Rest des Buches hauptsächlich seiner Schwester Ayani, die eigentlich nach Brasilien auswanderte, und dem Vater der beiden Niipir. Die Mutter spielt auch eine sehr wichtige Rolle, obwohl sie den Großteil des Buches abwesend ist. Aber gerade auch so in den Rückblicken, da nimmt sie immer einen sehr, sehr großen Platz in den Gedanken der Menschen ein. Sie ist fast immer so eine elementare Figur und taucht da wirklich sehr präsent immer auf, obwohl sie eigentlich gar nicht anwesend ist. Und es passiert eigentlich nicht sehr viel. Zum Großteil geht es eben um diese Trauerbewältigung nach dem Todesfall. Alle haben auch irgendwie schmerzliche Erinnerungen, sie kämpfen mit etwas in der Vergangenheit. Es geht dann natürlich aber irgendwie auch um die Hoffnung auf Vergebung, um einen Neuanfang, darum, dass man den Schmerz natürlich zulässt, aber sich nicht wirklich in ihm verliert, was unglaublich schwierig ist, was auch die Protagonisten definitiv lange, lange Zeit nicht hinbekommen und vielleicht nicht einmal bis zum Ende. Und hinter diesem persönlichen Leid der Familie haben wir dann aber noch die Geschichte des Landes, was 1963 erst die Unabhängigkeit von Großbritannien erlangte. Das heißt, natürlich ist in dieser Kolonialgeschichte immer noch ganz viel Gewalt und Korruption mit drin. Auch dazu möchte ich euch ein Zitat geben. Und zwar in einem Moment, als es eigentlich aufwärts ging, als die Leute Hoffnung hatten, als eben die Unabhängigkeit erreicht wurde, doch dann kam die Furcht. Sie spaltete Wörter in kleinere und immer kleinere Fragmente, bis sie zu erstickenden, stummen Geheimnissen wurden. Niemand weinte, als das rasende, fieberhafte Töten begann. Ein neues Wort schlich sich ein ins Land. Nyakua, plündern, an sich reißen. Legalisierte Straßenräuberei, doch es bekam die geschönigte Deutung harte Arbeit. Und etwas weiter unten. Um die nach der Unabhängigkeit geborenen Kinder zu schützen, schuf Niipir, wie die meisten jungen kenianischen Eltern, die den Seelenverrat leugneten, Illusionen eines anderen Kenias und krölte, wann immer möglich, den Text der Nationalhymne mit, als könne Lautstärke allein den Rost aufhalten, der die nationalen Hoffnungen zerfraß. Mit fest verschlossenen Lippen, Ohren und Augen sperrten die Eltern alles Leid aus und versprachen eine bessere Zukunft. Also die Umstände sind schon schwierig und dann noch dieser spezielle Trauerfall in der Familie, das sorgt dafür, dass wir wirklich so existenzielle Erfahrungen in diesem Buch haben, die mir sehr gut gefielen. Und leider kann man auch nicht mal wirklich sagen, dass es halt in der Jetztzeit so unglaublich viel besser ist. Also 2007 gab es zum Beispiel Wahlen in Kenia, die von starken Unruhen gefolgt wurden. Dann wieder viel von Wahlmanipulation die Frage und eben die Ermordungen, die unter anderem am Anfang bei Odidi stattfindet. Und da möchte ich euch ein weiteres Zitat lesen, wie eben die Leute durch das Land so ein bisschen gehen. Das ist der Moment, in dem Ayani an den Ort zurückkehrt, an dem ihr Bruder ermordet wurde und sich dort auf die Straße legt. Und dann steht da: Die Passanten, müde von den Kleinkriegen mit falschen Polizisten, mörderischen Gangs, doppelzüngigen Politikern und den Priestern des Leids, halten die kleine Frau, die auf der Straße liegt, nur für eine von vielen gut gekleideten Irren, die von Zeit zu Zeit aus dem Nichts auftauchen. Oder vielmehr von Unzeit zu Unzeit, wenn eine Nation unter den kleinen Egos kaputter Männer schwelt, die Könige sein wollen, und wenn fanatische Mobs mit stachelbewehrten Keulen kleine Jungen beschneiden und töten, wenn 16 kopflose Leichen eine Straßensperre auf einer Autobahn bilden und wenn Menschen Kugelschreiber als Waffe benutzen, um ihre Nachbarn zu beschuldigen, die niedergemetzelt und verbrannt werden und ihren irdischen Besitz für sich beanspruchen. In solchen Zeiten ist eine kleine Frau, die Blut von einer Straße voller Schlaglöcher schrubbt, nichts Besonderes. Und so ein bisschen als Kontrastfigur gibt es dann auch noch den Protagonisten Isaiah Bolton, der seinen Vater sucht, der eben damals ein weißer Siedler in Kenia war und dort auch seine Boys so ein bisschen rumschickt und sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie denn dieses Land jemals unabhängig sein möchte oder kann von Großbritannien. Und dieser Vater verschwand aber einfach irgendwann. Es gab weder irgendwie einen Totenschein, er denkt, er hat sich vielleicht abgesetzt, es gab da auch Probleme mit der Mutter damals und ja, diese zwei Aspekte haben wir als Geschichte.
Fangen wir erstmal so an. Die Sprache gefiel mir sehr, sehr gut. Ich habe ja schon einiges vorlesen, aber ich möchte noch einen weiteren Abschnitt als Beispiel bringen, der mir auch sehr gut gefällt. Es ist ganz am Anfang bei Ayami, die zeichnet und aber schon vom Tod ihres Bruders erfahren hat. Und sie fliegt zurück nach Kenia. Dann steht hier, da, das könnte sie malen, mit Pinselstrichen wie Messerstiche. Und da, Landschaften des Verlusts kolorieren. Das könnte sie für ihn malen, dieses Verlangen, seine ganz eigene Stimme zu hören. Auf die Echos blutiger Schritte lauschen, sich tote Augen leihen, die ihr helfen, ihn wiederzufinden. Und da, zerklüftete Abgründe des Schmerzes, ein riesiger Wasserfall der Sehnsucht, der sich von den Klippen unablässig ins Nichts ergießt. Ich kann mir vorstellen, dass das manchen schon zu pathetisch ist. Zugegeben, ja, in diesem Buch gibt es wirklich so große Gesten. Also wenn hier jemand trauert, dann trauert der wirklich. Die Mutter am Anfang zwingt die anderen dazu, den Sarg zu öffnen und zieht ihren Sohn an sich und wiegt sich hin und her. Und es ist halt wirklich Trauer. Aber mir gefiel das sehr, sehr gut. Und ich finde die Sprache auch sehr angemessen, einfach für diese existenziellen Erfahrungen rund um Tod und Gewalt. Also es ist natürlich sehr aufgeladen und voller Symbolik auch. Also die Autorin spricht auch in diesem Interview von der, glaube ich, ihre Vorliebe halt so für die Märchen, sag ich mal, ihrer Gegend an. Und dadurch kommt es dann halt sprachlich auch zu so Besonderheiten. Wir haben viele Ellipsen, wir haben so Einwortsätze und einfach viel Stimmungsvolles. Und dazu eben ein allerletztes Zitat, dann haben wir es wirklich geschafft. Aber das möchte ich noch vorlesen. Und das lautet: Die Sinnlosigkeit ist wie Asche in Niipirs Mund. Er schluckt Speichel hinunter. Scheitern, fallen, ins Nichts greifen. Die Fächer, in denen er sein Leben aufbewahrt, sind voller Löcher, undicht. Niipir schluckt, betrachtet die Sonnenflecken am Boden, die von Licht besetzten Zwischenräume. Und das gefällt mir, das klingt sehr, sehr toll. Es gibt so zwei ganz kleine Kritikpunkte, die meinen Gesamteindruck aber kaum schmälern und die man ihr eigentlich auch nicht wirklich vorwerfen kann, die mir nur so ein bisschen aufgefallen sind. Und zwar finde ich den Anfang, so gerade für mich vielleicht ungebildete Deutsche, zu konfus. Also wir werden da so in diese Fluchtszene hineingeworfen und dann fallen schon ganz viele Begriffe, bei denen ich einfach gar nicht jetzt wusste, sind das gerade Orte, sind das Eigennamen, bedeutet das vielleicht sowas wie Mama oder sind das Götter vielleicht, die er gerade in dieser Fluchtsituation anruft, da kam ich einfach überhaupt nicht rein. Aber sie hat es jetzt sehr wahrscheinlich nicht für den deutschen Markt geschrieben und nur weil ich jetzt nicht weiß, ob das ein Ort ist und so, da kann sie ja jetzt nicht so viel dafür. Es gibt auch ein Glossar hinten, aber am Anfang habe ich erstmal gar keinen Zugang gekriegt, weil man sich auch fragt, was ist denn eigentlich los, von wem wird der gerade gejagt, was ist denn hier die politische Situation, wer gehört zu wem und so. Wenn man sich da nicht schon mal mit Kenia beschäftigt hat, dann ist man da erstmal so ein bisschen verloren. Aber das ist mir jetzt eher aufgefallen, als dass ich es groß kritisieren möchte. Und das Zweite ist wohl auch eher mein Problem. Ich bin ein sehr, sehr rationaler Mensch und hier ist schon sehr viel Glaube und Aberglaube und Mystik mit drin. Und ich meine, es ergibt schon so eine zusammenhängende Glaubenswelt, aber ich konnte das teilweise trotzdem nicht nachvollziehen. Also um euch ein Beispiel zu nennen, ich kann verstehen, warum jemand betet, und das kommt ja unter anderem auch vor, aber dann gibt es ja auch Behandlungen, die teilweise zum Beispiel auch etwas drastischere Folgen haben als Beten und die ich nicht nachvollziehen kann. Da weiß ich nicht, wie man jetzt der Meinung ist, dass das, ich weiß nicht, was Gutes ist oder dass man das überhaupt machen sollte, die halt in diese spirituelle Richtung gehen. Das war einfach nicht so ganz meins. Ich meine, das passt vermutlich schon zu den Personen, aber da fehlt mir einfach so ein bisschen der Zugang. Also um es nochmal zusammenzufassen, ich mochte es sehr, 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 wie viel Neues ich mal wieder gelernt habe. Mit Kenia habe ich mich auch literarisch gerade noch gar nicht beschäftigt, in den Nachrichten jetzt auch nicht besonders viel. Mir gefielen außerdem die Sprachbilder, die sie findet und wie intensiv alles wirkt. Das ist mir vor allem auch nochmal so im Gegenteil zu deutscher Gegenwartsliteratur aufgefallen, die oft so zynisch ist oder mindestens lakonisch. Also das sind alle immer so abgebrüht und hier finde ich, ist es viel emotionaler. Also hier sind die Menschen wirklich wütend oder traurig und es geht um enttäuschte Hoffnungen und ja, gefiel mir sehr, sehr gut. Außerdem natürlich auch der Blick von innen und nicht so dieses, dieses exotische Afrika, sondern es ist jemand, der Bescheid weiß. Und im Großen und Ganzen gefiel mir das wirklich, wirklich gut. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich wieder mal ein Buch gefunden habe, was mich halt so begeistern konnte, was nicht einfach nur okay war. Und toller Beginn für meinen Oktober, kann ich euch empfehlen. Es gab so ein paar Rezensionen, die ich dann mal auf Perlentrauer gefunden habe, aber sonst habe ich nicht viele Leute darüber reden hören. Falls ihr doch irgendwie mal was davon gehört habt, falls ich euch jetzt eventuell auf das Buch gespannt gemacht habe, dann lasst mich das doch in den Kommentaren wissen. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.